Es wird folgendes Urteil verkündet im Namen des Volkes. Also der hier winkt die Zwangsabgabe für ARD und ZDF beim Bundesverfassungsgericht durch. Kürzlich hat er wieder 3 Klagen dagegen abgeschmettert. Fünftens, im Übrigen werden die Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen. Es ist der Vorsitzende des Ersten Senats und Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhoff. Und der hier hat die Haushaltsabgabe erfunden. Dieser Mann fertigte 2010 ein Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an, auf das die Ablösung der GEZ-Gebühr durch eine Haushaltsabgabe zurückgeht. Mit seiner Expertise wurde das neue Finanzierungssystem der Anstalten aus der Taufe gehoben. Sein Gutachten gilt bis heute als Grundlage eines unabhängigen Experten für die neue Haushaltsabgabe der öffentlich-rechtlichen Sender, der Verfassungsrichter und der Erfinder der Haushaltsabgabe. Irgendwelche Ähnlichkeiten? Und ob? Ferdinand und Paul sind nämlich Brüder. Der eine entwirft also ein Finanzierungssystem, der andere winkt es später beim Bundesverfassungsgericht durch bzw. schmettert Klagen dagegen ab. So bleiben Recht und Gesetz praktisch in der Familie. Und wenn der große Bruder Recht setzt, dann wird sich der kleine Bruder ja nicht querstellen. Jedenfalls nicht im Fall der neuen Rundfunksteuer. Zumal der große Bruder ja zu dem Schluss kam, dass diese Haushaltsabgabe verfassungsgemäß sein würde. Allerdings sind Recht und Gesetz nicht Eigentum einer Familie. So haben sich die Bürger die Unabhängigkeit der Gerichte wahrscheinlich nicht vorgestellt. Insbesondere nicht die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Der Betrug am Bürger und Gebührenzahler geht aber noch viel weiter. Denn das Gutachten, aus dem später die Haushaltsabgabe wurde, wurde bestellt. Und zwar von niemand anderem als von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Auftraggeber waren also niemand andere als die öffentlich-rechtlichen Anstalten selber. Das Bundesverfassungsgericht winkt also ein Gesetz durch, das im Auftrag von ARD und ZDF entworfen wurde. Haben Sie darüber schon mal irgendwas in unseren Medien gehört? Natürlich nicht. Was einmal mehr beweist, dass die Vetternwirtschaft funktioniert. Ich gebe Ihnen das auch gerne schriftlich, und zwar hier in diesem Artikel auf meiner Website, Link in der Beschreibung. Sie werden mir wohl zustimmen, wenn ich sage, dass das alles irgendwie ekelhaft ist. Und dass man die Rundfunkabgabe jetzt erst recht boykottieren muss. Das ist ja geradezu eine Einladung für jeden rechtschaffenen Bürger, jetzt wirklich Nein zu sagen. Wenn man bei solchen Schweinereien nicht Nein sagt, wann dann? Mit Recht und Verfassung hat das überhaupt nichts zu tun. Der Bürger als Beute von staatlichen Medienkonzernen und ihren Handlangern und Laufburschen. Ich gehe mir jetzt jedenfalls mal die Hände waschen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss. Wenn Ihnen meine Arbeit gefällt, dann bitte unterstützen Sie mich. Wie? Das finden Sie auf meiner Website wisniewski.ch heraus. Da gibt es einen Punkt Unterstützung. Und manchmal können Sie mich sogar unterstützen, ohne dass Sie es überhaupt merken. Beispielsweise, wenn Sie die Expresszeitung abonnieren über meine Website. Da gibt es so blaue Banner zum Draufklicken. Und wenn Sie über so ein Banner zur Expresszeitung kommen und sie abonnieren, bleibt auch ein Beitrag für mich hängen und der meine Arbeit unterstützen kann. Nochmals vielen Dank, bleiben Sie mir treu. Bis bald, Ihr Gerhard Wisniewski.